Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution Video. Und ihr habt sicherlich schon am Titel gesehen, worum es geht. Nämlich ist so ein kleines Mini-DLC auf Steam erschienen. Das Ganze kostet 1,99 € und es ist eine Sache, auf die ich mich persönlich sehr freue. Und ich weiß auch, dass viele von euch sich darauf freuen, weil es hat sich die Community eigentlich immer gewünscht. Und Frontier macht's möglich. Also endlich können wir die Originalskins von Blue, Echo, Delta und Charlie im Spiel benutzen und bei unseren Raptoren auswählen. Wurde sich richtig häufig von der Community gewünscht und Frontier erfüllt uns diesen Wunsch. Also momentan merkt man richtig, wie Frontier Zeit und Arbeit in das Spiel investiert, um das Spiel zu verbessern. Ich dachte ja schon so ein bisschen, das Spiel wäre so langsam tot, aber ich habe momentan das Gefühl, dass es sehr bergauf geht mit JWE und ich habe auch Hoffnung, dass nächstes Jahr sogar noch Wasserdinosaurier kommen. Die Hoffnung wird hoffentlich nicht sterben, mal gucken. Erstmal kommen dieses Jahr natürlich noch Flugsaurier, aber ich will euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir sind hier im High Security Park. Achso, ich kann euch mal eben zeigen, warum ich das Ganze hier ausprobieren werde. Weil ich habe hier vorne ja so ein kleines Raptor-Forschungsgehege. Und da haben wir ja schon, das habt ihr euch ja gewünscht, Echo, Charlie, Delta und Blue. Natürlich nicht mit den Originalskins, weil es die ja bis jetzt nicht gab. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Also der Raptor wird ja auch mit dem nächsten Update noch überarbeitet. Ja, okay. Ist ja auch nicht schlimm. Aber ich freue mich auf die neuen Skins. Ich habe sie, wie gesagt, für euch natürlich gekauft, damit ich sie euch zeigen kann. Oh, er ist ein bisschen lange eingesperrt. Ich lasse ihn mal frei, Leute. Ich hoffe, die Raptoren machen gleich keine Faxen, aber die sollten eigentlich nicht gegen ihn kämpfen, oder? Ich glaube nicht. Das passt schon. So, gehen wir mal in die Brutstation und dann schauen wir uns mal die neuen Skins an. Hier ist der Velociraptor. Gehen wir mal in das Genom. Und die neuen Skins, die findet man hier unten dann. Die muss man normalerweise erforschen. Da ich jetzt im Sandbox bin, kann man die einfach so benutzen. Hier hat man einmal das Blue-Muster, das Charlie-Muster, das Delta-Muster und das Echo-Muster. Ich freue mich mega auf diese neuen Muster. Also ich bin sehr gespannt, wie die Ingame dann aussehen. Ich würde sagen, wir brüten mal jetzt hier einen aus. Ich pushe auch noch so ein bisschen die Werte. Das ist ja für euch eher weniger interessant. Brüt jetzt mal einmal alle vier aus und dann schauen wir uns die mal gemeinsam an. Die Raptoren sind endlich fertig und warten auf Freilassung. Ich persönlich kann es auch kaum erwarten. Ich habe übrigens hier bei den Werten das so gemacht, dass ich Blue ordentlich geboostet habe von den Werten. Und die anderen, Charlie, Delta und Echo, haben ganz normale Werte. Das habe ich gemacht in der Hoffnung, dass wirklich der Raptor mit dem Blue-Muster dann später auch das Alpha-Tier wird. So soll es natürlich sein. Und ich hoffe mal, dadurch, dass er bessere Werte hat, wird er sich auch gegenüber den anderen dann behaupten können. Ich würde persönlich sagen, wir fangen natürlich nicht bei Blue an. Das wird das Highlight für den Schluss. Wir fangen unten an, bei Echo. Und den lassen wir jetzt direkt frei. Ich bin super, super gespannt, wie die Skins aussehen. Das ist ja schon mal sehr, sehr cool. Ich benenne ihn direkt um. Echo. Cooler Skin. Sind halt wirklich die Original-Skins aus dem Film. Jetzt fehlt nur noch, dass die Raptoren an sich überarbeitet werden. Aber das kommt ja am 10. Dezember dann. Dann sehen sie wirklich so aus wie die Original-Raptoren aus dem Film. Und dann können wir Echo, Delta, Charlie und Blue in unserem Pack dann haben. Das ist ja mal mega nice, Leute. Ich freue mich richtig. Ich finde das so cool, dass Frontier momentan so auf die Community eingeht. Weil diese Skins wurden sich einfach schon Ewigkeiten gewünscht. Und jetzt ist es endlich soweit. Hier sieht man den Skin jetzt wirklich nochmal gut. Diese grünen Streifen, grüne Färbung. Und ah, mega, mega nice. Ich lasse den nächsten frei. Wir schauen uns den nächsten an. Da haben wir als nächstes einmal Delta. Also die Skins sind wirklich richtig original wie aus dem Film. Sieht auch mega nice aus. Wir gehen auch hier mal eben ein bisschen näher ran. Am besten mal eben in Standbild, dann sieht man das ganz gut. Ich finde, das sieht einfach richtig cool aus hier von der Haut, oder? Guckt euch mal diese Maserung an. Was ist das nicht awesome? Also das ist jetzt Delta. Der davor war Echo. Und halt wirklich die Original-Skins aus dem Film. Das ist so cool. Oh, ich kann gar nicht erwarten, Blue freizulassen. Wir lassen den nächsten frei, Leute. Ich muss hier noch umbenennen. Das dürfen wir nicht vergessen. Delta. Werde ich nämlich gleich schön austauschen. Und dann haben wir hier in unserem High Security Park die Original-Raptoren, die wir auch gerne haben wollen. Als nächstes kommt Charlie.
finde ja die Geräusche von den Raptoren auch echt mega nice, ne? Muss man einfach sagen. Wie schreibt man Charlie eigentlich? So? Ich hoffe, ich habe es nicht richtig falsch gemacht. Wir können ja nachgucken. Charlie-Muster. Okay, alles richtig gemacht. Nicht mit Y. So, auch hier können wir mal eben kurz schauen. Wir zoomen am besten mal eben dran. Erkennt man das immer ganz gut. Boah, sieht... Also, die unterscheiden sich schon alle so ein bisschen minimal. Aber der sieht Delta sehr, sehr ähnlich, der Skin tatsächlich. Also, da hat sich Echo mehr abgehoben. Ach, schon cool, ne? Dass wir endlich diese Skins bekommen haben. Und ich finde, für 1,99 ist das auch völlig in Ordnung. Wenn man ein Fan ist und diese Raptoren in seinem Park haben möchte, ist 1,99 wirklich nicht die Welt. Kann man wirklich ausgeben für sowas. Und ich freue mich richtig. Und jetzt kommt es natürlich zu dem Highlight. Ich bin super gespannt, Leute. Und wir lassen jetzt endlich Blue frei. Das erste Mal in Jurassic World Evolution. Okay, das ist awesome. Man sieht jetzt schon, wie cool dieser Skin einfach aussieht. Ich hoffe wirklich, dass es das Alpha-Weibchen wird oder Alpha-Männchen, je nachdem welches Geschlecht. Eigentlich sind das ja alles Weibchen, ne? Oh, guckt euch das an. Dieser blaue Streifen, wie cool das aussieht. Oh mein Gott. Und da gönnt sich Blue gleich die Ziege. Ist jetzt leider hier im Schatten. Das ist ein bisschen doof. Wir warten mal eben, bis er hier aus dem Schatten kommt, aber wir haben alle Zeit der Welt. Aber der Skin sieht ja mal mega awesome aus. Oh mein Gott. Also ich werde mal eben ganz kurz hier in Normal gehen und dann beobachten wir hier mal mit der guten Kamera. Also ich bin wirklich gehypt gerade. Finde ich mega nice. Und das Frontier jetzt so viel raushaut. Ich meine, zur Weihnachtszeit, klar, da läuft das Geldgeschäft natürlich. Wenn man dann ein paar DLCs raushaut, dann verdient man auch ordentlich. Aber sie gehen halt wirklich auf die Community ein. Das ist richtig, richtig cool. Und das Wichtigste ist, Leute, dass wir jetzt Frontier Feedback geben. Dass wir ihnen sagen, Leute, wir freuen uns mega. Wir finden es richtig cool, dass hier momentan so viel auf uns eingeht und sowas. Also lasst auf jeden Fall bei Frontier in den Forum irgendein Lob da oder Likes auf den YouTube-Videos und sowas, damit sie einfach sehen, dass wir uns mega darüber freuen, damit wir hoffentlich noch mehr bekommen. Ey, schaut euch diesen Skin an. Oh mein Gott, ich habe ihn einfach vermisst. Ja, wir haben ihn alle vermisst, oder? Aber er sieht einfach so awesome aus. Ist halt wie original im Film. Ah, das ist so cool, dass wir endlich die Original-Skins haben. Da läuft er. Und jetzt kommunizieren sie sogar mal, oder? Ja, sieht so aus. Die ersten Absprachen hier zwischen Blue und... Wer ist das da? Ich glaube, das ist Charlie, oder? Ist das Charlie? Ich hoffe, ich liege richtig. Ja, das ist Charlie. Guck mal, habe ich sogar im Skin erkannt. Ist das nicht awesome? Mega nice. Guckt euch das mal an. Also der Skin ist wirklich cool. Das ist wirklich mit Abstand mein liebster Raptor-Skin. Aber die sind alle sehr cool. Aber der Blue-Skin ist natürlich mit Abstand der coolste. Kann man nicht anders sagen. Man sieht halt wirklich die Unterschiede in den Skins, ne? Also man kann die wirklich erkennen, die Raptoren. Mega nice. Ja, Leute. Also eigentlich war es das jetzt schon. Ich finde die Skins wirklich mega cool. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Falls ihr Bock auf das DLC habt, kauft es euch einfach. Kostet, wie gesagt, nur 1,99. Also ist jetzt nicht die Welt. Und ich finde, es lohnt sich. Wenn man wirklich ein Fan ist von diesen Raptoren und die gerne in seinen Parks haben will, dann gönnt sie euch auf jeden Fall. Und wenn ihr das cool findet, lasst, wie gesagt, bei Frontier Feedback da. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein Like freuen. Oh, jetzt geht's hier los. Wo ich jetzt hier abmoderiere. Kämpfen die jetzt oder machen die hier nur so Alpha-Status? Schauen wir doch mal. Bin ich ja mal gespannt, ob Blue sich durchsetzen kann. Da hat jeder davon. Ich glaube, Blue hat sich durchgesetzt, oder? Bin ich aber gespannt. Wer ist denn jetzt das Alpha? Ja, Blue ist das Alpha. Es hat tatsächlich geklappt. Aber jetzt bin ich ganz aus dem Konzept gekommen. Ja, Leute, ich habe euch die Skins gezeigt. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Skins findet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.